Blind Team Ban. So, und wir sind zurück im ESL Thinkfast Razor League in den ersten Qualifiers im RO16. Ich habe bis jetzt noch nicht ganz herausgefunden, was RO16 ist, aber wahrscheinlich im Round of 16. Ja, zwischen 0 plus 4 und Team Arena. 0 plus 4, gleich Fragezeichen. Ich bin ziemlich sicher, dass es 4 ist, aber ich glaube, das weiß das Team am besten. Sonst hätten sie diese Frage nicht gestellt. Anyway. Ja, Pugner. Wee, Push. Nein, bin gespannt. Benz, Push gebannt, Push gebannt. Pick, Pugner. Okay. Sehr interessante Bann-zu-Pick-Verhältnis. Auch eine gute Strategie. Wir machen nur Push, und zwar indem wir alles Push bannen und alles Push picken. Aber genau. Shadow Charm, noch ein Pusher dagegen. Wobei Pugner jetzt mit dem neuen Patch doch auch so gut geworden ist, indem man den Gegner ein bisschen Leben einflößen kann. Außerdem ist Pugner ein decent Late Gamer. Muss man dazu sagen. Aber anyway, ja, wir haben 0 plus 4 in Team Arena. Beide Teams. 0 plus 4 kommt aus Portugal und Team Arena aus Serbien. Ja, und wie gesagt, RO16 geht hier um den Platz im Viertelfinale. Und wenn ich das richtig sehe... Okay, wenn ich das richtig sehe, muss ich noch ein bisschen nachgucken, um das Ganze zu sagen, nämlich... Lalala. Genau, den Viertelfinale... Wenn man im Viertelfinale ist, kriegt man grob 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wahrscheinlich 20 Punkte fürs nächste Mal. Das heißt, es geht hier um den Unterschied zwischen 10 und 20 Punkten. Was auf jeden Fall wichtig sein wird, um in die Playoffs reinzukommen. Und um generell weiterzukommen und in die Group Stage reinzukommen. So. Shadow Charm, Tidehunter, Brewmaster, Pugner. Das sind schon zwei Lineups, die relativ even sind in Sachen Potenzial. Shadow Charm, Tidehunter, das kann super funktionieren mit Teamfight. Brewmaster, Pugner kann aber genauso gut funktionieren. Beide Teams haben ein bisschen Push. Beide Teams haben sehr gute Lanes. Tidehunter, Brewmaster. Wird nicht so einfach sein, da Vorteile oder Nachteile auf uns zu halten. Von daher kann ich da nichts sagen. Wait. Außer, dass, ja, bisher ist es sehr stabil von beiden Seiten. Silencer gebannt, wird also hier diesmal kein Silencer geben, der so die großen Teamfights extrem stark interruptet, wie es letztes Mal der Fall war. Und Bristleback, also auch keinen Tank geben, der dadurch tanken wird. Okay. Vielleicht wäre das sogar eine Kombo gewesen, dass du einen Pugner hast, der dem Bristleback Leben einhaucht. Hätte funktionieren können, aber nicht sicher. Und Team Arena darf sich jetzt aussuchen, ob sie mehr in Richtung Teamfight gehen wollen, ob sie mehr in Richtung Lanes gehen wollen oder was generell sie machen wollen. Die Chancen für Spectre oder so stehen immer noch sehr hoch, denn ja, ist der neue Patch. Spectre-Naga sind meines Erachtens stärker geworden. Einfach nur, da das Meta sich ein bisschen nach hinten verschoben hat. Also generell starke Carries, die auf einmal durch den Networth-Unterschied und die Kill-Bounty doch sehr fett werden können in der kurzen Zeit. Und nicht mehr dieses, okay, ich kann nie wieder aufholen haben. Sondern zack, hast einen großen Teamfight, Carry kriegt auf einmal zwei Kills und stirbt selber. Ist ein Team-Vibe, aber trotzdem ist der Carry auf einmal fett geworden und hast eine Chance. Von daher... werden Carries bevorzugt. Viper von Team Arena, noch einer weiterer dieser guten Laner. Immer noch sehr stark. Und haben nicht zu verachtenden Tank auf einmal. Mit Titan und mit Viper. Und da kommt der Spectre. Oder die Spectre. Spectre. Ja, auch. Also, ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn Spectre früh auf den Fighting-Bild geht. Dem nicht wie vorher Radiance geht. Denn zum einen sehr, sehr mächtig, zum anderen halt die Kills, die Spectre zu Beginn schon bekommen kann. Besonders auf Heroes, die eine hohe Killstreak haben, sind dann auf einmal viel wichtiger geworden.
und generell halt die Kills. Klar, Tactical Feed geht immer noch. Oder geht diesmal wesentlich besser. Tactical Feed und dann suddenly Haunt und Spectre hat irgendwie 5000 Gold. Das kann funktionieren, es ist aber, muss man so ausdrücken, ein bisschen risky. Wer hätte gedacht, dass Tactical Feed ein bisschen risky ist? Ja. Naja. Ja, was. Also Team Arena muss weiter Tanky bauen. Werden wahrscheinlich sinnvoller sein. Oh, Undying, okay. Noch ein bisschen mehr auf Tank, noch ein bisschen mehr auf Teamfight. Team Arena hat quasi gerade ihr Team in die Arena geworfen und gesagt, okay, Team oder nichts. Weil mit Undying ist das Late Game quasi jetzt nicht so dolle. Und Brewmaster, Spectre, Pugner bisher haben 0 plus 4 doch da einen wesentlichen Vorteil, wenn es in Richtung Late Game geht. Und da muss Team Arena ja richtig doll suddenly was reinwerfen, um da nicht am Ende reinzufallen. Und mit dem Lich, der durchaus auch ins Late Game scaled, haben sie da doch auf jeden Fall sehr, sehr viel Late Game Chancen. Und ich habe das Gefühl, dass es, zumindest der Patch, wird bisher 0 plus 4 bevorzugen. Einfach weil es later, weil es später wird. Tja, Kombinationen. Irgendwie habe ich heute noch nicht so wirklich Combinations gesehen. Also 0 plus 4 haben jetzt hier keine wirklichen Kombos, die ich jetzt sehen würde. Team Arena irgendwie auch nicht. Ja. Haben einfach nur starke Helden und werfen sie gegeneinander und gucken, wer am besten rauskommt. So ungefähr. Nichts Skill-lastiges wie Mirana Arrows und Setups und sowas. Scheint diesmal noch nicht der Fall gewesen zu sein. Außerdem interessant halt, dass es eine Support-Undying wohl wird. Viper Mitte, Titan Offlane und jetzt noch ein Carry für Team Arena. Prophets, ja. Hätte man machen können, ne? Aber. Hätte ich nicht für wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Carry. Sie müssten am besten jetzt einen Carry picken, der viel Late-Game hat. Not, okay. Aber, okay, sie gehen komplett Mid-Game, Teamfight-orientiert und eine Push-Strat. Ist erstmal bodenständig. Doch durchaus. Die Frage ist halt, ob es genug wird oder ob es halt tatsächlich einfach so ist, dass Spectre Late Game Imber viel zu Imber ist, um was zu tun. Das wird sich dann zeigen. Der Punkt ist halt, wenn sie halt alle wirklich alle zusammenbleiben, kann halt die Spectre mit dem Horn durchaus komplett in Ravage reinkommen. Und dann, ja, kann man zumindest damit klarkommen. Seit die Frage, wie es läuft. Besonders halt auch, wie der Start von der Spectre ist. Ob sie ein bisschen Farm bekommt. Ja, hängt halt tatsächlich relativ viel von ab. Aber immerhin, Shackles into Sunstrike ist hier drin im Pool als Kombination. Daher immerhin jetzt etwas, wo sie mehr Damage machen. Und auf so einer Tri-Lane dann halt auch mehr Damage, als eigentlich auf der Tri-Lane vorhanden ist. Spannend, Undying offline und dann Viper, Titan, Shadow Shaman? Ne, eigentlich Shadow Shaman, Titan, Undying. Ogre Magier als letzter Fix ist super greedy, irgendwie habe ich das Gefühl. Mitte Pugner, offene. Ne, aha. Ne, Aggro. Könnten Spectre Solo schicken. Pugner, Lich, Ogre. Könnte man machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie die Lanes laufen. Sie haben da ein paar Möglichkeiten. Ich lasse mich einfach überraschen. Wir haben auf der Seite von Team Arena Free to 4 auf dem Tidehunter. Dan Blitzarian auf der Viper. Dan Got This, hoffentlich, auf der Undying. Tim oder Kim? Okay, Kim Kardashian auf dem Shadow Shaman und zu guter der Soul Stealer in der Mitte auf dem Info. 0 plus 4 nimmt
einen frühen Roshan, einen frühen Smoke und ab in den Dschungel. Mit OZ auf dem Pugner, Zero auf dem Brewmaster, Give Me 3 Euros auf dem Ogre Magier, TMG nimmt den Licht und zu guter Letzt Spidey auf den Spectre. Sie werden auch direkt auf den Tidehunter kommen. Smoke ist gebrochen, beziehungsweise ist ausgelaufen. Und ja, sie wurden gespottet, aber konnten natürlich auch noch nichts machen. Control ist so ein bisschen im Fehl. Control ist da noch nicht vorhanden. Na gut, also wir sehen jetzt hier erstmal schon mal zumindest, dass es aggressive gehen wird. Mit einem Tidehunter Solo. Ja, definitiv, mit Anleihen geht man halt aggressive. Aber die Frage ist, also Spectre hier unten scheint wohl so zu sein, dass der Spectre auf jeden Fall unten ist. Vielleicht sehen sie doch einfach, okay, es ist eine Undying, sie werden aggressive gehen. Wir finden die Spectre unten hin, Lich ist da und wir machen eine Dual Lane. Mit Ogre und mit Pugna oben. Mal gespannt, wie das funktionieren wird. Brewmaster mit einer Doppel-Damage-Rune. Nicht schlecht, konnte dafür aber nicht blocken. Invoker blockt dafür sehr, sehr gut. Ich könnte es tatsächlich sogar... Ne, wird noch geblockt. Und der Block wird sehr gut für den Invoker sein. Bock. Und Ogre erstmal in die Mitte und Pugna komplett alleine da oben. Das könnte, ja, schwierig für den armen Pugna da oben erstmal werden. Wenn sie jetzt hier aggressiv drauf gehen. 400 Leben nur noch. Das ist bitter. Auf der Bottom Lane haben wir hier einen Tidehunter gegen einen Spectre. Aber ja, ich glaube, ich habe irgendwie im Hintergrund Musik an. Tatsache. So, jetzt ist es aus. Das war hoffentlich leise genug, damit das YouTube mir nachher nicht als Copyright-Verstoß und sowas anzeigt. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Anyway. Ah, mache ich das ja im Video einfach so leise, dass es im Rauschen untergeht. Ein bisschen Rauschen sollte ich ja eigentlich drin haben. Das höre ich hier natürlich jetzt nicht, weil das auf dem Mikrofonausgang rausgeht, aber im Endeffekt wird das natürlich drin sein und da ich immer noch keine Rauschunterdrückung mit Rauschdingens anhab, weil das irgendwie nicht funktionieren will, die Rauschsperre, könnte das vielleicht funktionieren. Anyway. Farmen tatsächlich Brewmaster in der Mitte 8 zu 1, 9 zu 1 jetzt hier. Obwohl der Pullen, der Block ein bisschen scheiße lief, hatte da doch den Vorteil. Double Decay. Ogre stört das nicht so viel. Aber ja, Pugna, 400 Leben, ne? Nicht so tolle. Spectre und Tidehunter sind relativ low, hauen sich beide gegenseitig auf die Birne. Und ja, Tidehunter tut sein Bestes hier, um allen in den Anchor Smash reinzubekommen. Last sind verkackt. Aber egal. Die Aggressive Trident steht hier sehr, sehr nah am Tower und ich habe so das Gefühl, dass bald Dives kommen werden. Tombstone hinstellen und dann einfach durch. So sehr, 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 sehr assi Trident. Ein Viper Undying und noch ein zwei Reliable Stunts jetzt hier. Das ist richtig böse. Aber hier, EMP ist draußen, aber trifft den Brewmaster nicht ganz, den er Haste Rune hat. Und kein Wunder, dass er so aggressiv ist. Und ich glaube, ja, 0 plus 4 sind hier eigentlich relativ glücklich, gerade dass sie ja viel XP bekommen. Und sogar noch ein paar Dinax. Und mal schauen, versucht das weiternehmen. Hab ein paar Hits raus und wieder zurück. Schön, um zu zonen. Es ist immer lustig, ein Gameplay zu sehen von einem Tidehunter, der halt N Leute auszont. Einfach nur wegen der Möglichkeit auf den Anchor Smash. Eigentlich hat er niemand Angst vor ihm, aber eigentlich will man auch nicht wirklich in Melee-Range gehen. Weil, ja, 50% Damage jetzt wahrscheinlich, ja. Level 2 ist es schon. Bounty ohne für Brewmaster. Noch, weil so, naja. War halt noch da. Kann man ja mal mitnehmen. Zwei Decay hier, kein Decay da. Haben beide ungefähr gleiche Leben. Doch noch sehr passiv. Also noch sehr wenig passiert dafür, dass es so ein Aggressive Thailand ist. Was
generell natürlich 0 plus 4 bevorzugt. Da sie das Late Game haben, was generell später gehen wird. Allerdings kriegt hier aber auch jeder sein Farm, sodass es möglich da sein wird, die Levels und die Items rauszubekommen, um im Midgame dann Deathball zu machen. Haben wir im Farm sehen wir halt, dass alle relativ gut dabei sind. Spectre ist tatsächlich gar nicht so gut dabei. Spectre und Tides sind even. Invoker ist aber relativ weit zurück hinter Brewmaster. Und Brewmaster geht halt rein und könnte hier. Oh. Aber schöner Cold Snap und im Endeffekt Ghostwalk hält ihn davon ab, da das First Blood zu machen. Was natürlich bitter wäre, so Solo und First Blood zu bekommen in der Mitte. Sorgt immer für sehr, sehr, sehr viel, sehr starke Snowballs. Und der Brewmaster ist halt nun mal der gerade quasi im Midgame. Ja, also 0 plus 4 das Midgame bringen soll. Und kriegt halt auch alle Runen, weil Invoker nicht contestet. Ja. Das ist halt so eine weitere Sache, die den Invoker so ein bisschen schwächer in diesem Patch macht, in diesem Meta-Game. Eben, weil ist halt ein Problem dadurch, dass er halt keine Runen holt. Und halt, dann muss er tatsächlich weggehen. Er hat's gerochen. Die Frage ist halt, ob es reicht. Oh, okay, er blockt nur. Okay, damit ist er tot. Split ist noch nicht verfügbar und Lich holt sich den Kill mit einem Level 2 Frostblast. First Blood somit für TMG. Und 0 plus 4. Mit dem First Blood sind sie auf jeden Fall weit vorne und diese Trident hier bringt absolut nichts. Das ist ein richtiges Problem für Team Arena. Weil das Viper mit ihrem Mecha ist schon relativ weit. Das ist super. Allerdings ist halt die Frage, was sie halt damit auch anfangen können dann. Sonst, wenn sie jetzt hier gar nichts bekommen. Pugner kann relativ ohne Probleme eventuelle Pushes abhalten und immer gegenpushen. Das Lustige ist halt auch, sie haben alle volle Mana da. Keine Spells werden hier benutzt. Sonst würde halt hier einfach genau der Nether Ward casually gesetzt werden, um halt ihnen auch das Mana abzuziehen. Weil es noch nicht weit genug, um wirklich negative Mana-Verbrauch zu haben. Aber lebt das sogar noch. Jetzt haben wir hier minus 1,5 Mana League. Aber ja. Standard-Regeneration von ein bisschen mehr. So. Sehr interessant. Brewmaster versucht es weiter unten. Versucht hier erstmal seine Illo mit zu baiten und danach mit den zwei Illos hier runterzukommen. Der Punkt ist aber, das sind keine zwei Illos. Das ist. Einer davon ist der echte. Und jetzt versuchen sie hier einfach da zu bleiben. Der Punkt ist aber, der nimmt relativ wenig Schaden für den Elo und Titan, der wird langsam skeptisch. Und ja. Haut auch schon wieder ab. Der Bluff geht nicht auf. Und in der Mitte wurde jetzt auch gesehen. Wait a minute, in der Mitte, das ist ein Elo. Schön gedacht. Schön gemacht, aber es hat halt, naja, war halt hier ein bisschen zu nah dran. Wurde vom Cutter gesehen. Ansonsten hätte das bestimmt funktionieren können. Immer noch sehr, sehr passiv, klar, First Blood ist da, aber. Titan wird jetzt hier auch wahrscheinlich schnell mal gesohnt werden durch den Lich. Und jetzt kommt ein. Ja, jetzt werden sie zumindest hier. Oh, okay. Sie sagen sich also, okay, ihr seid zu weit vorne. Spectre kommt rein, Clap kommt da und Split ist. Sollte rauskommen, okay, ne. Hätten sie auf jeden Fall noch den Undying bekommen können. Aber naja. Rotation auf 2 und einen Kill bekommen. Auf den Brewmaster. Naja gut, nicht auf den Spectre. Also der Haunt hat sich vielleicht ja nicht so ganz gelohnt. Mal schauen, ob sie hier pushen wollen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber Blink Dagger auf Brewmaster. Okay, da könnten sie doch definitiv was machen. Titan da auch Level 6. Kommt jetzt hier rein. Schöne Ravage auf 3. Undying ist drin. Und direkt schon erst wird geburstet. Und Brewmaster hat keinen Ulti, weil er keine Mana hat. Das ist bitter, aber das Chainfrost bounce und bounce und bounce. Brewmaster kriegt hier noch einen Return Kill. Invoker ist da, hat aber alles auf Cooldown und kommt deshalb nicht mehr ganz ran. Und 2 zu 2 Headrate hier. Beide Teams haben quasi alles reingeworfen. Aber Spectre ist wieder unten am Farm. Ring of Health. Scheint wohl ein Vanguard zu werden. Da kommt was geflogen und das ist. Die Urne?
Ja, kann man machen, aber okay. Urne hätte ich jetzt auf Spectre nicht erwartet. Na gut. Hätte ich vielleicht eher den Vitality Booster erwartet, weil den hätte er jetzt ungefähr. Vanguard wäre besonders gegen den Tidehunter wahrscheinlich jetzt so genau das Zyklein in der Waage, um zu sagen, dein Harris interessiert mich genau null. Klar, der Ring of Health bringt erstmal schon mal ein bisschen was, aber... Ich glaube außerdem... Ah, MX Spectre Dagger, okay. Sonst hätte ich gedacht, Desolate sollte doch langsam mal so viel Damage machen, dass er da einfach den Enkersmash ignorieren kann. Aber ohne... Okay, Solo-Kill für den Brewmaster. Kriegt noch den einen Wort raus. Und ja. Ein Split für den Brewmaster, für den Shaman, naja, aber immerhin. Hui! Wirft den nochmal kurz hoch. Because of reasons. 4 Sekunden gewonnen. Im Kampf. Um die CS. Und Brewmaster geht wieder mit. Ja, 3-0-2 an 100% der Kills von 0 plus 4 beteiligt. Ja. Okay, Brewmaster muss da weg, aber Invoker kann ihm halt auch einfach nichts tun. Was halt auch so ein Punkt ist. Hat sein Ding. Also hat seine Farm und alles ist okay für einen Invoker an sich. Aber gegen einen Brewmaster kann er halt nichts tun. Spectre unten wird gerade ein bisschen ausgesaunt. Hier von den beiden. Aber kriegt doch jetzt schon den ersten Support. Oh Gott, DD auf Brewmaster. Ja. Blink. Oh. One-Shot. Ja, okay. Na, DD, es ist... Bitte. Doppelcrit. Ah, oh, 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 Mann. Ja, immer noch 100% der Kills beteiligt. Das wird sehr wichtig, dass da niemand einen Kill ohne ihn bekommt, damit er das weiter so aufrechterhalten kann. Zwei zu 6. Wir könnten uns mal die Grafen an. Das geht weiter in 0 plus 4 ist Favor. Wir haben da doch ein bisschen mehr und auch XP weit vorne. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Spectre so wirklich gesehen, der einen Spectral Dagger gemaxt hat. Weil Desolate eigentlich irgendwie besser ist. Kriegst 150 Damage. Und Movement Speed Change, aber... Weiß nicht. Desolate macht halt irgendwie 65 Damage. Für alle Illus. Oh, naja. Weiß nicht genau, vielleicht wollte er, falls dann... So dadurch, dass der Titan der Boots First... Naja, nicht Boots First, das hat immer noch keine Boots. Okay, damit ist es halt vollkommen sonst gewesen, weil Movement Speed hatte er sowieso. Der eine hat Boots, der andere nicht. Und dadurch muss er halt sehr, sehr passiv sein, der Spectre. Dadurch, dass er keinen Damage hat mit dem Anchor Smash. Das hätte Desolate halt. Hätte das gelöst. So. 4 Heroes top. Team Arena will was hier oben machen. Aber 4 Leute sind halt auch da. Und Brewmaster ist wieder drin. Okay, kein Clap. Stun darauf, Viper ist da. Oh, das war nicht so toll. Bin nicht sicher, ob sie da was bekommen. Kriegen hier den Tombstone, immerhin etwas. Und da kommt... Ah, jetzt bounce wieder zurück. Ja, es ist sehr gut hier. Titan da, noch ein Bounce. Noch ein Bounce. Ach du großer Gott. Okay, ja. Ja, das wären definitiv mehr Kills gewesen, hätte der Desolate gemaxt. Und jetzt hat er so ein bisschen das Problem, aber alle kriegen Damage. Dadurch, dass doch ein Dispersion ein bisschen da ist, aber wird jetzt wohl down gehen, ja. Geht jetzt down, 1 zu 3 der Trade. Gut für Team Arena tatsächlich, weil das Spectre down ist, geht, ist tatsächlich ein richtiges Problem. Und ich glaube nicht, dass ein Spectre mit 2 Punkte... What a juke! Schön gemacht von Zero hier. Dass halt die 2 Punkte in Desolate, dann ist er halt einfach noch nicht ready zu fighten. Möchte ich mal stark ankreisen, aber nicht zu weit drauf rumreiten. Item Choices sind Item Choices. Und da wird man schon seine Gründe gehabt haben. Brewmaster immer noch zu 0, immer noch 100% Killbeteiligung. Und teilweise waren es auch 100% seine eigenen Kills. Aber Mitte wird jetzt gepressured, sollten vielleicht diese tollen Tropfen am Glyphe einsetzen. Ja. Das kann man schon vorher. Gucken jetzt, dass sie halt denyen können, aber glaube ich eh nicht, weil... Alter. Glaube ich eh nicht, weil diese Supports so viel Damage machen, aber dann haben sie gerade nicht gefokust. What a sneaky bastard.
Zero ist halt auch, ja, MVP gerade im ganzen Spiel. Wird auch bald den Arganims bekommen, oder? Ja. 1000 Gold bis Arganims nach 14 Minuten. Pff. Not bad, not bad, not bad. Spectre ist jetzt ein bisschen ein Problem. Sollte hier vielleicht nicht AFK sein. Okay, ist zum Glück nicht AFK für ihn. Bitte, wenn er da noch länger gestanden hätte und nicht drauf geguckt hätte. Ich glaube, er wäre am Kaufen wahrscheinlich, aber... Hat jetzt... hat Face Boots. Aber den Vanguard sollte er langsam kaufen. Oh, Pullman Seed upgraded. Das heißt kein Vanguard. Das heißt Linkins oder was? Hm. Na gut, und der nächste Tower. Wird geglüft. Leute! Keiner hat dran gedacht. Aber dann. Zero plus 4 kriegen hier noch einen Tower. Allerdings werden Team Arena hier nicht stoppen. Und das Ganze weitermachen. Die haben noch eine Glyphe. Mal schauen, ob sie die jetzt immer noch vergessen. Oder ob sie da mal was tun wollen. Spectre hat Haunt. Und anscheinend wird das ein kompletter Trade. Weil sie sagen, okay, fürs Late Game ist es besser, wenn wir auch ein bisschen was bekommen. Auch die ersten TPs schon. Tower geht down, Invoker kriegt den Kill. Titan, der ist, glaube ich, ready für Blink und Ravage. Das könnte ein 4-Man-Anchor-Smash werden. Da kommen ein paar, aber der Tower ist weg. Zu spät für Team Arena. Das hätte allerdings relativ gut funktionieren können, aber Invoker hätten ein paar mehr Leute da sein müssen. So, und sie gehen jetzt in die High Ground mit hier dem. Mit den Wards. Vielleicht nicht so gute Idee. Spectre ist jetzt hier komplett kein Mana mehr und wird wahrscheinlich deshalb hier down gehen. Overcommitted. Hm. Nicht so gut für Spectre und Team Arena gibt es auf jeden Fall die Chance, hier zurückzukommen. Overextensions von beiden Seiten. Und 16 Minuten Argas. Blinks, Ergs. Puh, für Brewmaster. Emily's Rune hat er hier. Detection ist keine vorhanden, aber werden wahrscheinlich nicht weiter rausgehen. Aber irgendwie scheint hier Brewmaster allein zu spielen. Sein Team kommt noch nicht. Invoker sollten sie bekommen. Er versucht hier einen Clap auf 2 zu bekommen, aber kriegt gar keinen. War zu offensichtlich mit dem Lich, der davor vorher springt. Außerdem glaube ich, haben sie die Invis-Rune gesehen, wie sie aufgepickt wurde. Daher schöne Map-Awareness von Team Arena. Die, ja, da die Awareness hatten. Und ich glaube, da hätte man noch ein bisschen aggressiver reingehen können. Zur Not hätte er den Blink-Stomp-Split nur für den Invoker gemacht. Wäre auch okay gewesen. Detection ist ja hoffentlich jetzt vorhanden, weil Invoker schon länger auf dem Feld ist. Ja, Sentry Wards sind da. Da hätte man das auch so machen können. Mecha auf Pugner sogar auch schon. Lich braucht jetzt hier kein Mecha zu kaufen, kann Four-Step First gehen. Was ihn sicherlich auch freut. Beziehungsweise More Wards First. So, Brewmaster. Kein Waterling gesehen, von daher könnten sie jetzt hier im Tower fighten. Und ja. Ja. Sollten wir splitten? Ja. Splittet hier, ein bisschen Animation Fail. Aber nichtsdestotrotz, Pugner ist ein bisschen zu weit vorne. Auch ganz alleine. Der restliche Team hat noch ein bisschen im Tower gekämpft. Spectre ist allerdings jetzt drin. Invoker ist ein bisschen zu weit drin, habe ich so das Gefühl. Unstoppable für Zero. Und ja, Viper ist jetzt da, Undying ist noch da, Lich steht drin und beachtet die Viper nicht, die ihn da tötet. Spectre, ja, hat jetzt Desolate Damage und nächsten Kill auf den Spectre, die wahrscheinlich jetzt ein Problem haben könnte. Schöner Cold Snap, aber Brewmaster noch drin und crittet wahrscheinlich die Viper jetzt ein bisschen zu Tode. Batz! Nächster Kill für Zero, 6 zu 7. 13 Kills für die Beteiligung. Wo ist denn hier wieder jemand gestorben, wenn den Zero nicht bekommen hat? Fail. You had one job. Einfach im Fire Panda an jedem ranlaufen, sodass sie diese Assists bekommen. Aber es hat nicht gereicht. Musste jemand anderem folgen, um ihn zu töten. Und damit hat, glaube ich, hier die Spectre einen ohne ihn bekommen. Ja, der Farm sieht doch relativ stark für Zero plus 4 aus. Networth immer noch, dadurch, dass sie halt getradet haben, nicht zurücklagen. Ein paar Multicasts auf den Invoker. Mehr Urnen kann man immer gebrauchen. Ogre und Spectre haben jetzt die Urne.
Allerdings ist Spectre, okay, geht tatsächlich jetzt hier auf den Radiance. Dadurch, dass er doch einfach das Geld hat. Spidey. Top Tower sollte jetzt, glaube ich, dann down gehen. Mit dem bisschen, was wir benutzen, okay. Der Last Hit wollte nicht haben. Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Aber der Tower unten. Ja, hat der Pugner nicht. Der Pugner hat den Last Hit nicht bekommen. Was ist das denn? Okay. Fail. Und 6 zu 14, 19 Minuten in. Brewmaster, Spectre haben sehr viel Geld. Brewmaster als BOTs, ja. Sinnvolles Item auf jeden Fall. Mehr Präsenz zeigen. Finden hier den Tidehunter. Oh. Und. Ha, schnell weg. Über Magier mit Smoke kommt da nicht ran. Ja, dann bin ich gespannt, was beide Teams jetzt hier machen wollen. Also, Farmen ist wahrscheinlich für 0 plus 4 noch interessant. Klar, er muss jetzt erstmal noch das Relic holen. Hat jetzt das Relic fertig. Wird aufs Radiance warten. Aber so viele Squishy-Helden sind eigentlich auch nicht dabei, dass sich das Relic hier lohnt. Aber es ist Damage auf allem und so, von daher okay. Aber nichtsdestotrotz. Ward wird hier gestellt. Ups. Wir sehen ein paar Leute und Insta zurück. Wobei sie die sogar eventuell angreifen können. Das Problem ist halt nur, sie bekommen den Zero nicht unter Kontrolle. Dann splittet er und der Rest von hier kommt hereingelaufen und dann kriegen sie es doch nicht gemacht. Von daher, back to farming. Haben Ping von Roshan, der von 0 plus 4 kam. Vielleicht wird da was gemacht, allerdings steht der Ward jetzt da. Ja, hätten sie 10 Sekunden später gekommen, wäre es vielleicht was geworden. Naja, in die Mitte finden sie einen Undying, der noch gerade so den Tombstone dem Zero geben kann. Gerade noch dieses, ah oh nein, ich sterbe, lass den auch 100 Gold geben. 150. Okay. Nehme ich auch, danke. Okay, also vielleicht wird einfach nur der T2 jetzt in der Mitte gepusht. Spectre farmt weiter, kann ja rein haunten. Auch nur Haunt Level 1. Ist vielleicht, ja, Missklick gewesen. Aber, naja, zwei Missklicks, wait. Und ja, Defensive Split, damit sie auf jeden Fall hier den Tower bekommen. Shadow Shaman ist down, hat die Bots gestellt, das ist erstmal das Wichtigste für ihn. Chainfrost bounced und bounced und bounced und bounced, wird leider vom Brewmaster abgehalten. Oh, nächster Kill. Das ist ein Viper, wird wahrscheinlich auch down gehen. Ja, 2 zu 4 hier der Trade. Spectre geht. haben sie nicht die Night bekommen. Tidehunter macht den letzten Hit tatsächlich. Tidehunter versucht das Ganze noch ein bisschen zu juken. In den Wards noch. Aber reicht nicht ganz. Und mit der Spectre tot, ja. Haben sie jetzt tatsächlich nicht mehr den Tower bekommen. Ist eine Overextension. Radiance auch noch nicht gekauft. Aber genug Geld ist vorhanden. Schon gerade, okay, Illusions kommen, okay, wupp, 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 Spectre geht rein, nein, noch nichts. Ja, Brewmaster 8 zu 10, also immer noch den einen Kill zurück, den Spectre da, oder der irgendjemand da von ihm weggenommen hat. Würde sich sehr, sehr drüber ärgern. Sein Team nachher ein bisschen ankacken. Ui, dein Assist. Ja. Aber weiter farmen, Spectre weiter fett werden lassen. Das ist so der Plan. Bloodlust of Spectre ist durchaus auch nicht zu verachten. Aber jetzt brauchen sie erstmal noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Als das Radiance. Um halt auch nur den Damage für die Illusions zu machen. 82 Base Damage, 1000 Leben. Das ist noch nichts, womit man so richtig fighten will. Grafen hatte ich ja schon. Ist halt weiterhin hinten von den Items, bevor sie hier clashen.
Ein Tidehunter, der seine Items soweit hat. Ist halt das nächste Ziel wird der Refresher sein. Wer hätte es gedacht? Invoker ohne Midas. Hat ja eingesehen, okay, der Brewmaster ist so Midgame aktiv. Da wird was passieren. Mal schauen, ob er hier reinblinkt. Ja, auf jeden Fall mit einer DD wird das Ding auf jeden Fall hier losmachen. Schöne Ravage drin. Undying stirbt, aber jetzt kann geturnt werden. Lich könnte ein Problem haben. Ja, Lich stirbt. Allerdings, jetzt ist die Spectre drin. Aber auch nur zwei Illus, die jetzt schon down sind. Das ist Level 2, aber naja. Ja, 1 zu 2 bisher der Trade. Mal schauen, ob sie die Viper noch tot bekommen. Ich habe so das Gefühl, dass es eher nicht der Fall sein wird. Nee, jetzt wird halt gezoned. Allerdings ein bisschen zu lange. Zero plus Z sind 0 plus 4. Haben überzeugend diesen Tower hier bekommen. Bekommen den jetzt als Belohnung. Aber Ravage ist draußen. Eigentlich ist alles für den draußen. Wir können jetzt tatsächlich einfach weitergehen. Jetzt kein Mana, ja, aber können da jetzt eventuell sogar weiter pushen. Klar, Haunt ist draußen und Brew Split ist draußen, aber ja, wäre vielleicht auch ein bisschen greedy. Da hat auch ziemlich viel von dem Damage, der kommt. Aber Chainfrost wäre noch drin gewesen. Und so wäre durchaus möglich gewesen. Anyway, Roshan ist auch eine gute Idee. Auf zu Roshan. Und nee. Zero, Team Arena wird das Ding nicht contesten können. Haben auch keine Vision da drauf. Es sei denn, sie haben es gerade dewarded, habe ich nicht gesehen. Aber dauert relativ lange, der Roshan. Aber wird zumindest erstmal nicht contestet werden. Brewmaster kann das Ding auch bis an sein Lebensende tanken. So wie ich das hier sehe. Bam, bam, bam. Und jetzt kommen sie doch nochmal rein, um ein bisschen Erfahrung abzuholen. Lassen den dreien die Erfahrung. Mitte deffen und wahrscheinlich jetzt dann den letzten T2 Tower, der noch steht, wieder mal holen. Die Frage ist halt, ob es besser läuft als letztes Mal. Oder auch Team Arena überzeugend deffen konnten. Besonders hier für. Ja. Brewmaster. Müssen wir ein bisschen Mana holen und dann sollten sie da pushen. Aber wenn sie jetzt erstmal farmen, werden sie wahrscheinlich auf irgendwas warten. Hart wird auf Spectre demnächst kommen, ja. Aber erstmal warten sie. Aber sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Aegis dauert 5 Minuten. Die Aegis ist rund und dauert 5 Minuten. Shadow Shaman wartet wahrscheinlich auf den Blink. Und jetzt ist sie soweit, vielleicht. Lass sie die Mitte pushen. Spectre macht oben. Schöner Split Push. Und ab mit dem Haunt. Ist immer ein guter Plan. Und das macht auch teilweise Spectre so gut, einfach, dass sie Split pushen kann. Und trotzdem jeden Fight so drin wäre, als wäre sie am Anfang drin. Ja gut, minus eine Elo. Aber das interessiert jetzt erstmal keinen. Schöner Blink. Das macht erstmal die EMP auf Cooldown und das könnte sie eventuell was jetzt ergeben. Um dann jetzt reinzugehen. Tornado EMP auf einem Quas-Wechsel-Invoker ist down. Damit ist so ziemlich Invoker gerade für 15 Sekunden auf Cooldown. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt einfach reingesprungen wird. Besonders wenn sich jetzt hier sowas ergibt. Ja, Spectre ist da, sollte vielleicht haunten. Oh nein, der Tornado, das ist bitter. Aber ja, erstmal Aegis blown und suddenly sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ohne Aegis mit einer Spectre, die noch haunt hat. Weil schnell da was machen kann. Chainfrost bounced, 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 bounced. Oh, das ist übel, der Chainfrost macht hier einiges kaputt. Lich versucht noch wegzukommen, aber die Zombies machen doch einiges an Damage. Und natürlich die Wards. Aber Tower down. 1 zu 4 der Trade. Spectre ist ja, gefährlich low tatsächlich geworden, aber hat jetzt fast auch den Reaver fertig.
Und dann wird es hier ein Problem. Buyback-Status sieht nicht so doll aus. Nur Shadow Shaman. Der in 5 Sekunden sowieso wieder da. Ohne Wards. Aber erstmal noch ein MP rein. Oh oh. Und ja, gut, okay. Das ist ein schneller Kill. Schön Multicasts. Und Spectre geht tatsächlich noch down. Buyback Haunt? Ah, kein Haunt. Müssen die echt zurückgehen? Okay. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass sie das in der Kontrolle hatten. Und das war relativ einfach, aber dass sich der Spectre da so ein bisschen gefeedet hat, muss man mal sagen. Müssen sie da tatsächlich zurück? Hätten sie ein bisschen konservativer gespielt, wäre das durchaus möglich gewesen, da mehr zu machen. Besonders halt auch, weil der Haunt unnötig war. Haunt in Buyback rein wäre durchaus da die Chance gewesen, das endgültig zu beenden. Zumindest die Rex komplett zu holen. Aber 12 zu 28, die Vorteile sind überzeugend. Und damit ist es relativ egal. 0 plus 4 sind immer noch sehr weit vorne. Eigentlich sage ich es auch manchmal so, wenn du diese Wards hier setzen musst als Radiant, dann ist es halt so, okay, you're in trouble. Denn der Gegner steht vorne und dann ist der Ward nötig. Aber allerdings ist halt auch wie vieles so, wenn gewisse Dinge nötig werden, bist du halt ziemlich weit hinten. Was war das sonst noch so die Aufzählung? Also zum einen halt die defensiven Wards, zum anderen entweder Vanguard, nee, wenn du Bracer gehen musst irgendwie. Oder wenn du Drums als... auf ein paar Carries, wenn du auf Drums gehen musst, dann ist es halt schon so, meh. Will eigentlich nicht, aber muss. Ups. Finden die den Lich und finden die Viper. Und ja, sie haben mal kurz den Lich gefunden. Ja, die Frage ist allerdings auch jetzt, ob sie darauf gehen. Und es scheint zu sein. Haunt ist drin. Spectre kommt rein. Illus sind strong. Ah, oh, gut. Mit dem Panda geht man ruhig nochmal High Ground. Die Frage ist, sie sollten jetzt halt nicht zu viel drin sein, weil der Spectre ist natürlich schon wieder mittendrin. Und in einem Tombstone. Okay, Tombstone ist down. Die Wards werden jetzt auch gecleant. Oh, und das ist ein kompletter Team-Vibe. Das sollten. Sollte die Rex unten sein und das auch das GG von Team Arena. Well played, well played. Aber es hat nicht ganz gereicht. Spectre hat das Spiel zerstört. Und ja, Zero hat das Ding überzeugend durchgecarried. Also ja, Zero MVP, muss man ganz einfach sagen. Sein Team. 13-0-16. Das sind 29 Killbeteiligung an 23 Kills. Hui, einiges. Gut, das war das Best of des Round 16. Jetzt kommen wir ins Viertelfinale zwischen Team X und Team Y in der ESL Think Fast Razor League zum ersten Qualifiers. Ich bin Sister Zone und man sieht sich beim nächsten Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.